Hallo zurück. Wir sind bei Folge, weiß ich nicht, und stehen vor einer riesigen Limousine. Und Nick wirft sich gleich mal runter unter die Limousine. Nochmal. Komm, ich will einsteigen. Nein, ich kann hinten einsteigen. Du willst doch jetzt aber. Ich kann hinten einsteigen und. Du willst doch jetzt aber da in die Säule laufen, Nick. Ja, ja. Dann mach das auch bitte. Achso, ist schon. Ja, die haben mir gerade unten angezeigt, dass ich in Taxis und in Limousinen einsteigen kann und mitfahren kann. Ja, ist ja schön. Da wollte ich das. Okay, ich spiele nur noch. Finde einen Audioscan-Punkt. Okay. Ja, ja. Dann finde ich ihn. Da zeigt er sogar einen Pfeil hin. Ja, da laufe ich gleich gerade hin. Indem ich noch ein paar Sachen kaputt mache. Ist gut, ich spiele nur. Ich achte nur auf die Story. Aber dein Blick. Mein Blick. Ja, ich sehe ein bisschen unheimlich aus heute. Weil mein Auge ganz rot ist. So. Ich glaube, ich habe eine Entzündung im Auge. Das hört sich aber nicht gut an. Nee, siehst du das nicht? Doch, ja. Ja, ich sehe aus wie ein Zombie. Aber nur auf einer Seite. Also nicht so. Ich noch was? Da ist noch was. Macht er auch nicht. War das alle? Ja. Ich denke, wir wollten Informationen über. Na, wir haben gerade gekriegt, dass da ein Verbrecher ist. Hey du, stopp! Dich kenne ich! Nee, du hast den Kopf von damals! Ah! Wow, das war ja wieder ganze Arbeit, Chase. Ich will nur reden! Verfolgungsjagd. Ja, das hat viele. Ja. Wo ist er denn? Hey! Ja, ich will nicht durchs Wasser fahren. Das ist doch gut. Muss er aufsteigen. Nee, da unten fährt er. Der fährt da unten lang. Nee, ich muss erstmal einen Schrott durchleuchten. So, einmal. Keine Lego-Säule. Da hinten, geradeaus. Ja. Oh, die Arme. Mann! Schrottstiege, er selber. Die Straße ist so schmal. Ja. Ist ja auch eher so ein Fußball. Augen auf im Straßenverkehr, Chase. Ja. Ja, wir machen das bestimmt langsam. Mann, warum kann er da durchfahren und ich nicht? Was passiert denn, wenn er nicht erwischen? Nein, die kann er nicht erwischen. Erst wenn er zu Fuß ist. Doch, er kann erwischen. Ach Mann, wieso verhaftest du mal mich? Du warst auf dem Weg zu Chans Gang. Tja, das ist doch aber ich hab's trotzdem geschafft. So. Auch wenn ich mich so schlecht angestellt habe, aber egal. Aber wenn du mich schon verhaften willst, dann doch lieber für das Bild, das ich geklaut habe. Du Depp. Hä? Ach, Scheibenkleister. Danke, Bucky. Okay, wird Zeit für das Vorstellungsgespräch. So, ich bin hier und ich muss dahin. Hey! Dann nimm dir doch ein Auto. Ja. Au! Guck mal, das ist aber schön. Das sieht aber schick aus hier. Komm ich hier rein? Ich will gleich weiter. Ich guck nur, ob ich hier reinkomme. Wo ist denn rein? In die Statue. Was ist in der Statue? Ich weiß nicht, vielleicht ist da irgendwas. In der Stadt? In der Statue, nein, guck doch mal, das ist doch da. So Lego-haft der Globus. So, deswegen. Ich,
Nee, du gehst nicht, Ich kann mich beherrschen. Okay. Lieber pfeifen hier. Weiß ich nicht. Polizeiangelegenheit. Nein, guck mal, Shopping. Die schöne Shopping. Oh. Nicht, nein, du musst. Da muss ich wohl später in die Werkstatt. Ist gar nicht. Wo hast du das gewusst? Weiß nicht. Dass du da heil wieder raus, ne? Guck mal, da lässt sich was bauen. Soll ich mal gucken, was man hier schickes bauen kann? Wo? Da oben? Hier. Ach, da. Bogen der Ruhe. Bögen der Ruhe. Bögen der Ruhe. Mhm. 30.000 habe ich nicht. Ach so, das sind bestimmt solche Torbögen, also, ja, wo man durchschreiten kann. Ja, okay. Kannst du dir ja merken für später. Genau. Wo ist das? Da, hier. Irgendwo da. Bei so einem Platz. Bei so einem Platz. Hm? Eine sehr genaue. Ach, da ist sie. Ja. Du bist der Neue? Ja, Sir. Ja, habe ich gehört. Oh. Ich habe mich bei den Zuschauern. Mir wurde ein Schlägertyp versprochen. Dazu wirkst du fast schon zu seriös. Dann brauchst du wohl eine Brille, alter Mann. Haha, schon besser. Gut, du musst jemanden für mich abholen. Ich muss ich weit laufen? Mit dem Wagen? Schon klar. Die Person ist Forrest Blackwell. Der Multimilliardär? Genau der. Wird aber nicht ganz einfach werden. Blackwell wird ständig von einer Horde Paparazzi verfolgt. Sie werden versuchen, dir zu folgen. Und das mag Mr. Blackwell gar nicht. Verstanden, kein Problem. Ich bin ein exzellenter Fahrer. Guter Junge. Hol ihn am Blackwell-Turm ab. Und sei freundlich. Er ist unser einziger Kunde. Was, nur ein Kunde? Ich glaube, Ja, aber ich will gucken, ob ich da reinkomme. Da ist so ein riesiger... Komm ich hier hoch? Hier, guck mal. Oh, da hinten. Auto. Kann ich das irgendwie kaputt machen? Warum solltest du? Warum? Weil das meiste ist aus Legostein gebaut, das man kaputt machen kann. So. Elegant. So, hier kann ich hochgehen. Ist hier noch was? Jetzt hat man vorhin schon diese Plattform. Aber ja, aber was? Spiel den Fahrer vor. Achso, ist das noch gesperrt? Na gut, dann kann ich hier nur auf das Dach rauf. Noch. Ja, wie kommt es dann nicht wirklich, aber. Ah, wie kommst du dann rein? Wahrscheinlich durch die Tür. Na, vermutlich durch das, was ich gerade hier sprengen konnte. Achso. Du bist ja schon wieder da rein. Es tut mir leid. Du bist auf dem nächsten Tag. Es tut mir leid, wirklich. Soll ich dir das wirklich glauben? Ja. Du grinst aber dabei so. Ich glaube nicht, dass es dir leid tut. Ein bisschen schon. Aber guck mal, hier hinten kann ich alles gar nicht benutzen, ist doch doof. Oder wir sind zu blöd, das zu bedienen. Nee, war ja gerade das Gesperrzeichen, als ich das ausgesucht hatte. So, guck mal, jetzt ist sie gleich zu Ende. Ja, ja, sagst du. Hier ist was? A. Kann ich nämlich auch nicht machen. Na, ich glaube, das ist einfach noch nicht mein Bereich. So, jetzt einfach runter. Ja, ja, da oben war der Superstein. Wir haben gesagt, wir holen uns einen Superstein, also holen wir uns auch einen Superstein. Wer hat das gesagt? Ich. Das habe ich aber nicht gehört. Hast du in deinem Kopf für dich? Nein, ich wollte den Inneren da haben. Oh, guck mal, die Flügel. Ja, die sind da oben. Oh, die haben alle irgendwas am Bein. Nee, das sind ihre Beine selbst, oder? Ach so, ich dachte, das ist irgendwie was in den Krallen. So. Guck mal. Zwei mache ich kaputt und eins baue ich auf. Das mache ich dann auch wieder kaputt. Och, Nick, du entfernst dich immer mehr. Okay, ich mache. Oh, jetzt bin ich darauf gekommen. Hallo! Ja, ich gehe gleich zu Limousine. Das sieht ja auch lustig aus. Ja. Hat er das gerade gesehen, wie ich hier im Band stehe? Wenn ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr wieder zu. Ey, das ist aber wirklich lächerlich, oder? Ich meine, guck mal, jetzt komme ich hier noch weiter weg. Ja, das ist wirklich sehr lächerlich. Was ist hier hinten? Gar nichts. Bin ich auf dem Dach? Toll. Was kann ich hier? Gar nichts.
Okay. Gut. Dann bin ich da zufrieden. Nein, nein, du musst da hinten hin. Das ist ein Notfall. Ja, will ich doch. Ja, aber da kannst du auch zu Fuß hin. Das ist ja nur ein ganzes Stück. Da fahre ich schneller mit dem Auto hin. Sorry. Oder auch nicht. Warum ist denn jetzt an dieser Kante hängen? Achso, ich war schon. Ich war doch nicht so weit. Ja. Ja, du bist ja nur auf dem einen Haus rumgelaufen und dann auf. Und dann aufs nächste, ja, okay. Das ist recht, ist recht. So. Ab in die Limousine. Ab in die Limousine, genau. So, wo soll's hingehen? Immer ach, eben die Bodensteine. Da gibt es doch Bonuspunkte, wenn ich die Sachen mitnehme, siehst du? So, stimmt. Fett. Augen auf im Straßenverkehr, Chase. Augen auf. Was ist das dann? Hast du gesehen, ob das da drin? Ich muss mal die Augen. Ich hab die Augen. Ich hoffe, denen geht's gut. Wo ist mein Bruder? Ich kann erst da. Mr. Blackwell, haben Sie den Skandal schon verkraftet? Wieso lassen Sie niemanden mehr in Ihren Turm? Stimmt es, dass Sie Katzen lieber als Hunde mögen? Ich bitte Sie! Respektieren Sie Mr. Blackwells Privatsphäre! Er will doch nur aus komplett geheimen Gründen, die Sie nichts angehen, zu einem vollkommen mysteriösen Ort! Und weiter geht's. Wohin darf ich Sie fahren, Sir? Sehr aufmerksam, junger Mann. Ich wünsche eine der letzten Aufführungen des Stücks Der ewig volle Briefkasten im Gillespie-Theater zu besuchen. Ich hoffe, man hat Ihnen von meiner Abneigung gegenüber den Paparazzi berichtet. Jawohl, Sir. Ich werde Sie nach Möglichkeit abschütteln. Ich bin mir bewusst, dass es dafür, nun sagen wir mal, eher unkonventioneller Fahrmethoden bedarf. Könnte etwas ungemütlich werden. Oh, machen Sie sich meinetwegen keine Sorgen. Ich habe den Ritt auf Wüstenschiffen überstanden und viel unbehaglicher für mein Hinterteil kann diese Fahrt jetzt auch nicht werden. Sind Sie denn auch ein Freund der Künste, junger Mann? Es gibt da diese Show im Fernsehen, wo Sie alten Trödel kaufen. Ah, ein wahrer Kenner. Also, darf ich fragen, worum es in dem Stück geht? Behörden, Regulierungen, Bürokratie. Das übliche Leid des Kleinbürgers. Kommt mir bekannt vor. Ach, welche Schande, wenn Dummköpfe einem den Plan vereiteln. Aber was soll man machen? Das Leben geht weiter. Oder man wird verrückt. Ja. Genau. Verrückt. Oder man erledigt die Sache hinter dem Rücken der Dummköpfe, ohne dass sie es mitbekommen. Der dritte Weg. Unter uns gesagt, der Weg, den ich bevorzuge. Ich auch. Ich hoffe jedenfalls, Ihnen gefällt das Stück.
Danke. Ich gehe davon aus, dass dies meine vorerst letzte Chance sein wird, eins zu sehen. Ich begebe mich bald auf eine lange Reise. Hallo. Ist das die Uhrzeit? Ja. Und unsere kleine Reise neigt sich nun dem Ende zu. Warten Sie nicht auf mich. Ich werde auf andere Art nach Hause gelangen. Leben Sie wohl! Auf Wiedersehen, Sir! Hey, hervorragend. Haben wir jetzt irgendwas davon bekommen? Oder? Ich weiß nicht, haben wir mal einen Auftrag? Ah. Da ist er. Danke, ich hasse die Verkehrsordnung. Ja. Ein paar Stifte. 1000 Stifte. Von einem Kind, das humpelte. Von einem oh nein! Dann mal auf zu Mr. Chan. Genau, auf zu Mr. Chan. Aber das Chan. Erst... Chan. Aber das macht er erst in der nächsten Folge. Denn die ist schon wieder vorbei. Schon wieder? Ja. Oh, das geht aber auch mal schnell. Ja, und dann sind 17 Minuten schon wieder um. Und ich glaube, Karin ist auch ganz froh, dass ich die Spiele und alles erkunden kann. Ja. Erkunden, du meinst eher Zyklops? Ja, na... Vor allem, du zerklopst es und sammelst ja nicht mehr alle Steine ein. Na, die meisten. Nein, na gut. Ja, ist noch ein Blutest weg. Gut. Dann sehen wir uns demnächst. Ich freue mich schon. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.